Johnny wagte nicht, sich umzudrehen. Die Schritte kamen immer näher. Näher und näher. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn. Seine Zunge klebte wie ein alter Socken an seinem Gaumen. Jetzt war er nur noch 2 Schritte von ihm entfernt. Warum zum Teufel habe ich mich auch nur auf das Ganze eingelassen? Dachte er. Zu spät! Schon spürte er den übel riechenden Atem in seinem Nacken. Und da hörte er auch schon die Stimme. Herr Sherry, bitte!